Heute sprechen wir wieder über ein paar Budget-Decks, die ihr für so ungefähr 50 Euro bauen könnt. Denn wir haben jetzt die Rarity Collection bekommen und die hat natürlich viele von den Staples deutlich günstiger gemacht. Und auch ein paar der letzten Sets haben uns ein paar günstige, gute Karten gegeben. Würde ich sagen, springen wir direkt einmal rein. Und zwar mit einem Deck, was wirklich keine großartigen neuen Karten bekommen hat, aber durch den ganzen Reprint-Hype ein paar Karten gedroppt sind. Und das ist einmal Rika San Avalon. Ein Deck, das sehr, sehr viel unterschätzt wird. Und es hat die Europameisterschaft gewonnen. Die davor gewonnen. Die YCS in Dortmund. Es ist also ein gutes, spielbares Deck. Die Keykarte in dem Deck ist einmal dieses normale Monster. Ich weiß, sehr, sehr unbedeutend, aber diese Karte führt zu einer Kombo, die wirklich gut ist. Hier ist einmal eine Deckliste, wie das sowas aussehen könnte. Wie ihr seht, da ist jetzt nichts wirklich fancy drin. Das ist jetzt eine 40-Karten-Liste. Ich habe gesehen, die meisten San Avalon-Listen spielen so um die 45. Viele spielen mittlerweile auch mit Small World, um die Consistency noch ein bisschen zu erhöhen. Hier sind noch nicht wirklich viele 9-Engine-Karten drin. Aber wenn ihr wirklich nicht viel Geld habt und ihr möchtet halt wirklich ein solides Deck bauen, was wirklich viel tun kann, ist das ein Deck, was wahrscheinlich keine 50 Euro kosten wird. Ja, vielleicht so gerade eben um die 50 Euro Grenze. Ist aber wirklich ein cooles Deck, mit dem ihr auf Turnieren auch wirklich Erfolg haben könnt. Klar, das Format aktuell ist ziemlich divers, aber das Deck ist, wenn es halt First geht, unglaublich stark. Und wenn es Second geht, kann es auch ein bisschen was machen. Es ist jetzt nicht unbedingt das beste Second Deck, muss man dazu sagen, aber es ist trotzdem solide. Wir sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Deck. Und das ist ein Deck, was ein Strike Shape bekommen hat letztes Jahr. Dark World, ein, wie ich persönlich finde, nicht so cooles Deck. Ich mag den Spielziel davon nicht, weil es sehr viel ich gehe first und nehme den Gegner die ganze Hand weg. Nicht ganz so mein Playstyle, aber wir müssen trotzdem sagen, das Deck ist super günstig. Und wir haben mit den neuen TCG-Exclusive-Karten aus dem letzten Hauptset auch ein paar neue Karten bekommen, die wirklich echt gut sind. Eine Deckliste könnte ungefähr immer so aussehen. Es ist eine sehr schöne Deckliste. Dark World Monster drin, Danger Monster drin und die vier neuen Karten. Also die hier, das sind die vier neuen Karten. Die sind wirklich cool, weil die euch Karten diskarten lassen. Die lassen euch Karten ziehen. Der Gegner kriegt ein Monster. Der kann euch nicht mehr impern. Es sind so verschiedene Sachen drin, die wirklich, wirklich gut sind. Und man kann so ein Deck auch relativ leicht aufwerten. Und das Deck ist, wenn das First geht, wirklich richtig mächtig. Denn dem Gegner die Handkarten zu klauen, ist schon ganz schön nervig, ne? Je nachdem gegen was für ein Deck spielt. Wenn er vielleicht mit einer Handkarte oder vielleicht mit gar keiner starten muss. Mit gar keiner verliert er automatisch. Mit einer wird es auch schon schwierig, je nachdem was für ein Deck das ist. Deswegen für mich eins der krassesten Budget-Decks, was jetzt den Wert des Decks angeht. Denn ich glaube, das Deck, was ihr jetzt hier gerade seht, das kostet vielleicht 20 Euro. Also das ist wirklich gar nichts. Also wirklich nichts. Ich werde vielleicht mal versuchen, ein 10-Euro-Deck zu bauen mit dem Deck. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Das nächste Deck ist eins meiner Favoriten, denn ich persönlich bin ja ein großer Fan der Runic Engine. Und es gibt viele Deckstrategien, die man mit Runic wirklich gut verbinden kann. Sei es Sprite, Lifetune, Vorher. Die funktionieren, die sind auch gar nicht so schlecht. Aber das Deck, was ich euch heute zeige, ist wirklich sehr, sehr günstig. Und ich finde das auch irgendwie cool. Und das ist einmal Runic Generator. Generator sind die tollen Dinger hier. Level 9 Monster, die Effekte triggern können. Es dreht sich aber alles um die Field Spell. Denn die Field Spell hat die Fähigkeit, wenn der Gegner was hinzufügt, könnt ihr quasi ganz viele Token beschwören. Und zwar so viele, wie ihr wollt. Und mit diesen Token könnt ihr was interpretieren, Monster spezial beschwören und, und. Und dadurch, dass wir mit den Runic-Karten diese tolle Karte hier bekommen haben, ein Level 9 Fusion Monster, können wir jetzt einfacher auf die ganzen XC-Monster gehen. Denn die sind Rang 9. Ich denke mal, ihr wisst, wo es hingeht. Wir spielen auch in dem Deck wirklich nur die Runic-Karten drin, ohne den Field-Spell. Denn wir wollen als Field-Spell immer unseren Field-Spell haben. Aber das zusätzliche Level 9 Monster zu bekommen, was vom Gegner zu banishen, in der Richtung Karten zu zerstören. Und wir müssen ja gar nicht angreifen, weil wir den Gegner so krass kontrollieren können mit den Karten, die wir haben, dass wir wirklich einen extrem coolen, enormen Vorteil aufbauen können. Für meinen Geschmack ist die Deckliste ein bisschen zu groß. Wie ihr seht, wir können gar nicht alles sehen, weil das sind jetzt so 43 Karten. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders spielen. Allerdings muss ich sagen, ich finde die Idee von der Deckliste ziemlich cool. Ich würde zum Beispiel den Herald vielleicht gar nicht spielen, weil wir gar nicht so viele Fairy Monster haben. Ich würde die Witch gar nicht spielen. Ich würde vielleicht gucken, dass ich vielleicht noch ein paar mehr Runic-Karten reinkriege, dass man so ein bisschen was mehr machen kann. Ich finde die Inklination von der Karte ja sehr cool, weil die Monstrosität ist eine gute Karte, weil wir mit der nochmal zwei Level 9 Monster aus dem Deck spezial beschwören können und direkt auf das XC-Monster gehen können. Das finde ich ziemlich cool. Ich würde es wahrscheinlich immer ein bisschen anders spielen, aber das Deck ist wirklich ziemlich günstig.
weil wir wirklich ja die ganzen teuren Karten gerne spielen müssen. Und Tipp ist mittlerweile auch keine teure Karte mehr. Die kostet, weiß nicht, 5, 6 Euro oder so, seit dem Reprint aus dem Megatin. Also auch wirklich nicht mehr teuer. Wirklich, von den Decks, ich würde empfehlen, spielt das, das macht Saubock. Und es gibt so viele Sachen, die man beim Deck anders machen kann, dass man damit auch viel rumexperimentieren kann. Wenn das euer Plan ist, was meistens mein Plan ist, dann würde ich so ein Deck picken. Lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video. Teilt quasi mit euren Freunden, warum auch immer ihr das machen solltet. Das nächste Deck liegt so ein bisschen auf der Variante, ist ein cooles Deck, mögen aber viele nicht. Das heißt, wenn ihr damit auf Locals geht, rechnet nicht damit, dass ihr der beliebteste auf Locals seid, sondern ihr werdet wahrscheinlich eher ein bisschen böse anguckt. Und das ist einmal Labyrinth. Labyrinth hat mit den ganzen Reprints aus den letzten Sets wirklich enorm vom Preis abgenommen. Es gibt nur noch so Karten wie Prosperity, die ihr spielen könnt, die mit der Rarity Collection aber auch so bei 10, 15 Euro liegen, also auch nicht mehr ganz so teuer ist. Das heißt, man kann auch damit ein relativ gutes Budget-Deck bauen. Hier ist einmal so eine Deckliste, sieht ungefähr so aus. Das Einzige, was in diesem Deck-Profile hier nicht Budget ist, ist der Little Knight. Der kostet aktuell 84 Euro, also den würde ich hier nicht spielen. Der Rest von dem Deck kostet wirklich keine 50 Euro mehr. Und naja, vielleicht die Karte kostet noch ein paar Euro, davon müsst ihr nicht unbedingt 3 spielen, weil so wichtig ist die Karte halt nicht. Aber grundsätzlich könnt ihr das Deck für super, super wenig Geld bauen. Die Kernengine von dem Deck ist wirklich gut. Ne? Die Fallenkarten zu suchen aus dem Deck, direkt aufs Feld setzen. Sachen wie D-Barrier, IDP, Terrors of the Overroot sind alles Karten, die wirklich ziemlich gut sind. Und die Engine selber ist halt wirklich auch wirklich stark. Ne? Das heißt, ihr kriegt die Fallenkarte engraved, die sich banishen kann, was bouncen kann, entweder die eigenen Karten oder die gegnerischen Karten. Die Karten, die nicht zerstört werden können, sondern gesetzte Karten auf dem Feld sind. Also wirklich rundum ein ziemlich gutes Deck. Wahrscheinlich eins der besseren Decks im Format. Wahrscheinlich nicht Tier 1 oder Tier 2, aber eins der besseren Decks im Format. Und relativ günstig, ziemlich nah an dem High Ceiling baubar, was das Deck machen kann. Kommen wir zum letzten Deck für heute. Und das ist ein Deck, was wahrscheinlich den guten Ehren freuen wird. Heute wieder Scareclaw. Denn wir haben hier einmal Scareclaw. Ich habe jetzt hier als Deck nicht die pure Scareclaw-Variante, noch nicht die mit dem Manadium reingepackt, denn ich möchte Manadium für sich selber halten. Ich habe hier einmal die Scareclaw-Adventure-Variante reingepackt, also mit der Adventure-Engine. Denn durch die Reprints ist die Adventure-Engine wirklich auch nicht mehr teuer. Die einzig teure Karte im Deck hier ist Fenrir. Und Fenrir kostet auch nicht mehr so viel Geld. Heißt, weil der ganze Dress drumherum nicht mehr viel Geld kostet, können wir diese Deck-Variante relativ günstig bauen. Hier könnt ihr einmal so eine Deckliste aussehen. Ist ein 40-Karten-Deck. Ich möchte einmal ganz kurz auf 2 Karten hinaus. Die erste ist einmal ganz kurz diese Fallenkarte hier. Die kann 2 Karten vom Gegner schießen. Und wir können die vom Grave banishen. Und dann kann der Gegner keine Link-Monster-Effekte mehr aktivieren. Das ist ziemlich gut. Und die andere Karte ist einmal die hier. Das ist einmal der Tryhard. Das ist eine ziemlich gute Karte, die alle gegnerischen Monster in Death dreht. Und Tryhard selber ist unberührt von Monster-Effekten, die in Death aktiviert werden. Das heißt, in Dev könnt ihr die quasi nicht mehr dann benutzen. An sich finde ich das ein sehr, sehr cooles Deck. Ich weiß nicht, ob man da noch viel verbessern kann oder ob man damit viel spielen kann. Ihr könnt natürlich ein paar Manadium-Karten integrieren. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch ein paar von den Adventure-Karten rausnehmen. Könnt ihr mir in den Kommentaren nachlassen, ob ihr das so spielen würdet. Ich persönlich finde es ein sehr cooles Deck. Deshalb spielt drauf los, probiert es aus. Es ist wirklich nicht teuer. Wenn ihr zusätzlich noch wissen möchtet, was die besten Rang 8 X-Monster sind, guckt euch gerne einmal dieses Video an. Da habe ich euch mal die besten Monster davon gezeigt. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.